Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Gameplay hier auf meinem Kanal, worüber ich mich persönlich sehr, 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 sehr freue. Ihr da draußen denkt jetzt, oh mein Gott, jetzt der auch noch. Ja, ich hatte es in Sky Saga, also in der Staffel Sky Saga ja schon angekündigt oder mehrfach darüber gesprochen, dass ich unbedingt Minecraft Life in the Woods spielen will. Anfangs habe ich zu meinen Freunden gesagt, wo mein YouTube-Kanal gerade so in den Startlöchern stand, ja, mach doch YouTube, mach Minecraft. Und ich habe immer gesagt, nee, auf diesen Hype-Train will ich nicht aufspringen. Minecraft an sich ist auch ein Spiel, was mir gar nicht gefällt. Und dementsprechend wollte ich es auch nie Let's Playen. Jetzt hat der gute Gronkh, wird für dich da draußen ja bestimmt auch ein Begriff sein, vor etlichen Wochen damit angefangen, Minecraft Life in the Woods zu spielen. Und da bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Und als alter Fanboy, ich habe mir alle 210 Folgen sind es mittlerweile bei ihm reingezogen, angeguckt. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Ich habe zwar auch ein bisschen Angst davor, falls du Life in the Woods nicht kennst, beziehungsweise auch sein Gameplay Let's Play nicht, dann zeige ich dir gleich warum. Aber nichtsdestotrotz möchte ich es versuchen. Also ich habe mir Minecraft gekauft. Life in the Woods ist ein Modpack, das eine YouTuberin namens Petran zusammengestellt hat. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Also ihr könnt euch das da runterladen. Ihr müsst allerdings Minecraft als Hauptspiel haben. Da habe ich, glaube ich, jetzt 18 Euro oder so für bezahlt. Also tut nicht weh. Schwierig war, ich habe jetzt direkt, weil ich denke, dass mein Rechner das nicht packt, einen Server gemietet, wo ich da das Life in the Woods drauf installiert habe. Beziehungsweise auch etliche Mods, die Gronkh auch hat, die ich für sinnvoll halte, mir zusätzlich installiert. Das eine wäre DecoCraft. MistCraft müssen wir mal schauen, was es ist. Das wird sich aber erst im späteren Verlauf des Spiels dann zeigen. Was habe ich noch? Buildcraft, damit können wir dann automatisch Sachen einsortieren lassen, was ich auch für eine geniale Idee halte. Und nicht letztendlich noch Matmos. Matmos ist ein Soundpack, was in den Höhlen, wenn wir später mal reingehen, ein bisschen Stimmung macht und wenn er hier mal Schaden nimmt, dass er halt Geräusche macht. Es ist halt ein Soundpack nur. Ja, also wie gesagt, zwei Dinge liegen mir wirklich am Herzen für euch da draußen. Also als kleinen Input. A, ich habe wirklich nicht vor, hier irgendeinen Hype-Train aufzusteigen, weil ich möchte wirklich nur dieses Spiel hier spielen, was endlos schön ist. Es leckt zwar ein bisschen, also ich muss jetzt, werde jetzt mit der Zeit dann halt die Feineinstellungen, was die Grafik angeht, noch in Angriff nehmen. Daran habe ich mich jetzt noch nicht getraut. Hier und da habe ich ein bisschen runtergeschraubt, aber ich lasse erstmal alles so laufen. Ich habe konstant 40, 50 FPS, das reicht mir erstmal. Und das zweite, was war das? Hype Train? Ich wollte noch irgendwas sagen. Es ist mir jetzt entfallen. Ja. Bautechnisch werde ich mich natürlich erstmal an einem Haus versuchen. Klar, wir müssen uns ja irgendwie ein Eigenheim errichten. Größeres Projekt danach habe ich noch nicht im Auge. Also da werdet ihr dann gefragt, wenn ihr euch für das Let's Play interessiert oder vielleicht mal reinschaut. Ich werde es aber vielleicht mal in einzelnen Folgen dann nochmal wiederholen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, was man Größeres nachbauen könnte oder versuchen könnte, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht werde ich es dann im späteren Verlauf des Spiels versuchen umzusetzen. Es können auch kleinere Dinge sein. Beim Gronkh war es jetzt zum Beispiel derzeit in seiner Nähe seiner Basis hatten ein paar Leute vorgeschlagen, an einem Berg einen Wasserfall zu machen und er hat dann noch eine Hängebrücke etc. pp. Gemacht. Also Dinge, halt Kleinigkeiten, halt, die Landschaft ein bisschen verschönern, aber jetzt nicht verschandeln. Der Server steht schon seit 2 Tagen. Ich habe auch gefühlte 2 Tage gebraucht, um die Mods zu installieren, auch wenn es nur 5 Stück sind. 3 davon gingen sehr einfach. Die anderen beiden haben mich etliche graue Haare gekostet, aber habe sie letztendlich dann doch ans Laufen gekriegt. Der Game Start war dann auch sehr holprig, nachdem der Server dann stand, das erste Mal hochgefahren ist, ich mich eingeloggt habe. Die Welt in Life in the Woods ist natürlich riesig. Es gibt verschiedene Biome, die aneinander grenzen. Ihr seht, das da hinten müsste Wüste sein. Dahinter kann Schnee kommen, dann kann wieder Wald, dann gibt es Dschungel, also es gibt zig Biome, in denen es sehr viel zu entdecken gibt. Es gibt gefühlte 12 Millionen Pflanzen, die wir sammeln können, die auch im späteren Verlauf, was das Crafting etc. pp. Angeht,
sehr wichtig sein können. Wie gesagt, der Server ist hochgefahren, ich bin gespawnt. Und wo bin ich gespawnt? Mitten auf dem Meer, auf einer, weiß ich nicht, 5x4 großen Insel ohne Holz, konnte mir dadurch kein Boot bauen, musste jedes Mal rüberschwimmen, Hai im Wasser, Explorer tot. Das Ganze habe ich 200 Mal mindestens gemacht, bis ich dann hier gelandet bin. Und glücklicherweise dann auch direkt, ich kann es dir zeigen, wo ist es? Wir schauen mal eben. Ups, wo war es? Da. Direkt an einem NPC-Dorf. Deswegen würde ich sagen, täte sich das eigentlich schon anbieten, dass wir irgendwo hier halt in der Nähe uns niederlassen. Da man mit den NPCs, wenn ich das so richtig gesehen habe, auch Handel treiben kann, beziehungsweise Loot kriegt, etc. pp. Aber da können wir ja dann in einer Folge mal vorbeischauen. Ich möchte nochmal betonen, dass ich der absolute Minecraft-Noob bin. Du da draußen, der du jetzt gerade eingeschaltet hast, wenn du hier ein ADHS-fähiges Kind suchst, was PvP-Kämpfe macht und permanent ins Mikro schreit, dann bist du hier falsch. Der Explorer ist ein alter Mann und hat es lieber ruhig. Und dementsprechend wird dieses Gameplay auch verlaufen. Wir werden also unsere Basis bauen, wir werden sehr viel erkunden. Wir werden vegan leben, so wie Gronkh in seinem Let's Play auch. Das halte ich für sehr vernünftig. Am Anfang geht es leider nicht oder wird es nicht gehen. Da wir im Hungry-Modus hier spielen, es gibt zwei Modis, Basic, so wie ich das gesehen habe, oder Survival und Hungry. Hungry heißt, wenn wir laufen etc. pp. Verlieren wir mehr Ausdauer. Schneller die Ausdauer haben, dementsprechend schneller Hunger. Deswegen müssen wir alles im Gehen erstmal machen. Wenn wir dann später wirklich genug Lebensmittel zur Verfügung haben, dann können wir auch laufen etc. pp. Es gibt Pferde zum Zählen. Also ist, das Spiel bietet so viele Möglichkeiten, das ist Wahnsinn. Ja, dann werde ich auch die erste Zeit, in der wir bauen etc. pp. Alles, was am Haus, ums Haus passiert, werden wir im Peaceful-Modus machen. Das heißt, wir werden keine Monster spawnen lassen, weil wenn der Peaceful-Modus aus ist, werden nachts, also quasi jetzt, etliche Zombies, Viecher spawnen, die ich auch noch nicht alle so kenne. Und die wollen uns natürlich an die Eier packen. Und das kann mitunter böse ausgehen. Und ich denke, solange wir unsere Basis noch nicht einigermaßen vernünftig stehen haben, ist das in Ordnung, wenn wir da den Peaceful-Modus anhaben. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns auch jetzt erstmal um. Ich habe genug gelabert. Wenn mir noch was einfällt, werde ich es auf jeden Fall noch sagen. Wie gesagt, es leckt zwischendurch mal ein bisschen. Das kann aber auch sein, wenn er die Biome aufbaut, weil das ist alles wie bei No Man's Sky prozedural regeneriert. Und der lädt ja nicht alles auf einmal. Das heißt, wenn wir uns jetzt dem Biom nähern, da ist jetzt hinter der Bergkuppe wird wahrscheinlich noch gar nichts sein. Und je näher wir kommen, dann baut er das langsam alles auf und dann entstehen auch diese Lecks. Ja, das war schon der erste Fail. Man sollte aufpassen, hier sind überall Höhlen und das war jetzt nur ein Erdloch, aber da können wir mitunter schon dran krepieren. So, hier haben wir Gras, kann man rauchen. Nee, Quatsch. Flachs. Aus Flachs kann man doch bestimmt Stoff machen, oder? Flachs. Nehmen wir mal mit. Ja, es ist natürlich auch dunkel. Hier haben wir Sand, da können wir später Glas draus fabrizieren. Wie gesagt, also das, was ich an Minecraft-Wissen habe oder jetzt für Life the Woods, das ist alles nur über Gronkh. Also alles andere ist für mich Neuland. Und dementsprechend, falls du da draußen der absolute Minecraft-Profi bist, dann schüttel nicht mit dem Kopf oder die Arme vors Gesicht. Ich bin in der Lernphase. Tipps nehme ich natürlich gerne an. Aber bitte immer dran denken, dass ich im Voraus aufnehme. Das heißt, wenn du mir in Folge 3 einen Tipp gibst, dann bin ich wahrscheinlich schon. Hier ist so eine Höhle, oder? Das ist zumindest der Eingang. Also, wenn du mir in Folge 3 zum Beispiel einen Tipp gibst in den Kommentaren, dann kann ich den wahrscheinlich auch erst später umsetzen. Da ich meistens so 10 Folgen im Voraus aufnehme. Das immer bitte im Hinterköpfchen halten. Ups, jetzt wären wir trotzdem fast reingesprungen.
Ja, a place to be. Wir schauen uns mal um. Also in der Wüste nicht. Ich würde also gerne in dem Biom hier bleiben eigentlich. Ein paar Viecher werden wir aber killen müssen. Also ich... Stille. Da es dann doch ein bisschen dauert, bis wir letztendlich Sachen anpflanzen und auch damit unser Überleben sichern. Bist du auch wieder Flachs? Du bist eine Wildblume. Eine wilde Blume. Ja, ich muss auch mal gucken. Ich glaube, ich stelle mir das wieder auf Englisch um, weil Deutsch ist. Das ist jetzt so ein Mischmasch bei dem Spiel. Die Mods laufen auf Englisch zum Teil. Und vom Gronkh. Ich mach hier nur Werbung für ihn. Ich spiele es ja auch auf Englisch, und daher bin ich die englischen Begriffe eigentlich gewohnt, und alles, was ich nicht auf Englisch weiß, kann ich googeln. Also von daher. Leuchtendes Wasser. Also richtig kommt das Spiel eigentlich nur am Tag zur Geltung. Nachts ist alles grau in grau. Aber so ist es ja nun mal. Lups. Ihr seht schon, die Hungerleiste geht immer weiter runter. Ich habe keine Lust zu verhungern, also müssen wir gucken. Also ich hab da mal was gelesen, Hühner oder so. Ich weiß nicht, ob Schafhunde uns Nahrung geben oder nur Wolle. Aber wir schauen noch ein bisschen, bis es gar nichts mehr geht, und dann müssen wir halt hier die Wollknäuel zerlegen. 3 Wolle brauchen wir sowieso, um unser erstes Bett zu machen. Bist du Flachs? Du bist wieder Wildblume. Akazienholz. Könnte zum Bauen. Ja, ich weiß nicht, also ich würde tendiere auch dazu, weil wir viel, viel Lagerraum brauchen. Also oberflächlich das Haus und die Lagerräume unter der Erde. Also. Ups. Aber da muss ich halt schauen, oder wir schauen, wie wir es denn letztendlich machen. Wenn es denn soweit ist. Jetzt sollten wir erstmal Hühner finden oder so. Aber. Keine da. Schafe. Meh. So, Höhlen gibt es hier genug. Es gibt auch jede Menge Gebäude, die in den Biomen stehen können. Wo du Loot kriegst, etc. pp. Aber da müssen wir halt schauen. Was haben wir hier? Ein Pilz. Aber ich glaube, den können wir nicht essen. Oder der macht uns zumindest nicht satt genug, um. Glücklich zu sein. Eichenlaub. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal Richtung. Also Höhlen haben wir hier genug. Richtung Dorf. Weil es gibt keine Hühner. Aber dafür Treibsand. Generell wenig Holz, ne? So, bei dem Biom hier müsste es normalerweise jetzt wirklich krass laggen. Was haben wir hier für Holz? Tannen. Sind wir. Trinken muss er unser Kerlchen komischerweise nicht, also nur essen. Ja, dann gehen wir mal rüber zu denen, ne? Ich habe ja Glück, und hier haben wir irgendwas zu essen da. Mohn. Gepunktete Prachtscharte. Also die Namen der Pflanzen seht ihr hier unten rechts, aus welchem. Was?
aus welcher Mod die kommen, seht ihr hier. Plant Megapack das zum Beispiel. Bambusch. Zuckerrohr. Aber Zuckerrohr kann man auch Papier herstellen. Bin mir nicht sicher. Flussschilfrohr. Was ist denn hier? Geht das Biom noch weiter? Hier ist Wasser. Ja, ich glaube, von da sind wir ja gekommen. Ja, noch keinen Plan. Wir können mal hinter dem Dorf gucken, wie es dabei aussieht. Und dann. Also es sollte, wenn alles gut läuft, nicht alles richtig gemacht habe, beziehungsweise die Mod müsste hier eigentlich Leben sein. Sprich NPCs. Kürbisgarten. Ja, da sind sie. Der Mann mit dem Penis im Gesicht. Ja, hallo. So, und... Er ist ein bisschen laut, sorry. Also ihr seht hier jetzt, was wir zum Beispiel für einen Smaragd kriegen wir einen Zimtsetzling von ihm. Und von ihm? Für 13 Smaragde ein Diamantschwert, was schon very nice ist. Aber egal, wir gucken jetzt erstmal. Gesundheit. Okay, wir kriegen Apfel. Was ist das? Ascherhaufen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Dornen. Wir looten hier erstmal alles weg hier. In kleinen Häusern ist normalerweise nix. Na? Ja? Na, wie gehen wir denn jetzt runter? So gehen wir runter. Ist auch nicht. Ein ziemlich kleines Dörfli. Da waren wir drin. Okay. So, hier könnten wir uns eigentlich dran bedienen. Was haben die hier? Gemüse, Eibischpflanze, Salat. 71%, 76%. Das, warte, stand da gerade erwachsen. Essen können so roh, weiß ich natürlich nicht. Das werden wir aber gleich in Erfahrung bringen. Baumwollpflanze. Zuckerrohr. Zuckerrohr. Weizen. Das ist schon nice. Gleich was essen, weil sonst... So. Warum gibt es hier keine Hühner? Dann packen wir uns mal die Äpfel rein und dann gehen wir mal alles durch. Aber es wird nicht viel bringen. Pilze. Ist er nicht. Gut.
Dann, wir wollten hinter den Dorf gucken, ne? Aber ich glaube, da kommen wir jetzt automatisch in dieses Biom. Es ja keine Hühner gibt. Wasser, das sieht aus wie ein Schneebiom dahinter. Hier haben wir Kohle. Eisen ist natürlich die wichtigste Ressource, die wir am Anfang finden müssen. Eisen, Kohle, Stein. Diesen Bambus. Wie gesagt, hier sollte es normalerweise jetzt laggen, aber den Server, der ist derzeit auf 10 Slot ausgelegt und wird auch erstmal ein geschlossener Server bleiben. Den werde ich dann zum Ende des Projekts öffnen. Für die Leute, die ein Interesse haben, damit zu spielen. Schweine. Da ist eine Huh. Heute gibt es Chicken McNuggets. Wo ist er? Jetzt gekriegt. Einmal Hühnerfleisch. Dann gehen wir mal da hinten rüber. Ja, da sind wir auch schon am Ende. Ich würde sagen, 22 Minuten. Ah, da machen wir den ersten Cut und dann schauen wir in der nächsten Folge, ob wir uns ein bisschen Durchblick verschaffen können. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du freust dich genauso auf das Let's Play wie ich. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.